Hier spricht Ostra, willkommen zurück zum folgenreichen Wochenende mit und von Flyle. Danke dafür. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an diesem wunderbaren Spiel. Es nennt sich Saga Frontier 2 und wir sind mit Will auf einem Piratenschiff und wir suchen hier nach dem IGG und wir wollen es in den Tiefen des Meeres versenken. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Hey, seekrank? Und da? Und du willst Pirat sein? Gibt es jemanden unter deinen Kumpeln, der einen eiförmigen Stein besitzt? Mir ist doch jetzt schon schlecht. Nun fang doch nicht an, von irgendwelchen Eiern zu sprechen. Magst du keine Eier? Die sind doch gar nicht genießbar. Außerdem kriege ich danach immer so einen Ausschlag. Du bist ein verdammt empfindlicher Pirat. Ja, ja, lass mich doch in Ruhe. Ich habe Angst vor Blitz und Donner, werde seekrank, kann nicht schwimmen und mag keine Eier. Toller Pirat, was? Wie ich schon sagte. Ja, toller Pirat. Aber ihr seht, das Schiffdesign ist auch von einem anderen Schiff, wo wir schon mal drauf waren. Ja. Oh, hi. Zwischenspeichern, yes. Hi. Bist du neu hier? Mit Verlaub, ja. Dann werde ich mich deiner annehmen. What? Was? Oh. Shit. Okay. Das kriegen wir hin. Feuersturm. Will. K.O.-Schlag. Nicht gut. Solange ich nicht gestunt werde, ist alles in Ordnung. Donnergroll. Null Schaden. Magma-Harpune. Ich dachte, ich sterbe hier. Donnergroll. Nein. Ich bin wasserimmun. Sorry. Tut mir leid. Ich wünschte, wir können mal Lebenskraft plus machen. Wir haben ein bisschen Damage gekriegt. Donnergroll. Ich bin wasserimmun. Ah, 90 Leben plus. Das ist okay. Können wir noch was machen? Ach ja, wir können uns doch schneller machen. Ja, wir sollten die Momente genießen, an denen wir noch trainieren können. Außerdem darf ich nicht so brüllen anscheinend. So. Ja, entschuldigen Sie. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir wollten gegeneinander kämpfen. Medusa-Hagel. Das ist Verzweiflung. Wenn du gegen so einen Magier kämpfst und du versuchst einfach die ganze Zeit irgendwelche Sachen rauszuhauen. Du lebst ja immer noch. Magma-Harpune? Nein, ich bin wasserimmun. Okay. Will ist siegreich. Hat einen Piraten getötet. Hat einen Todesstein gefunden. What? Das habe ich noch nie gesehen. Die war es wohl nicht. Wow, er ist ganz schön skrupellos geworden, unser Will, oder? Also ich finde auch, ist ein bisschen hart. Hebt Exekution auf. Okay. Oh, das scheint ein geiles Item zu sein. Habe ich dir erlaubt, hier reinzukommen? Du kriegst 3 Tage nichts zu fressen. Wer bist du denn? Brandneu? Bei meinen beiden Glasaugen. Kann man denn nicht mal für einen Moment ungestört bleiben? Wolltest du gerade Sex haben mit dem Blobby da? Gerade jetzt, wo ich allein mit Schleimchen war. Ah, Schleimchen, wo willst du hin? Müssen wir das wirklich tun? Okay. Holzbeast. Glaube ich, ist der Spruch, den ich suche. Nein, das ist Standardspruch Level 4 Holz. Mit 351 Schaden. Ist auch okay. Es sieht komisch aus, wenn Will eine Axt trägt. Okay, ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, als er das tat. Außerdem wasserimmun. Waffe wechseln. Ah. Na. Biest Holz, Holzbiest. Weiß ich nicht. Wir versuchen einfach unser Bestes, okay? Beast Holz. Standardspruch Level 2 Beast. Unsere Moral steigert.
Das habe ich gewusst. Aber ich dachte, wir können einen Zapfenstreich machen. Ah, da kommt er doch. Ich wollte schon sagen. Für 500 Schaden, das ist schon etwas besser. Deswegen habe ich mich gefragt, warum er gerade einen Standardspruch Level 4 nimmt, anstatt 3 Schaden. Wirklich? Was habe ich ja noch so? Lavagestein. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. So, Zapfenstreich. Weil der geht einfach ganz gut von der Hand. Und das war's schon für Schleimchen. Ich habe einen tollen Hut auf übrigens. Ist mir nur aufgefallen. Oh, mein Schleimchen. So, sag doch was. Der Schleimer wohl nicht. Und der Captain stimmt nicht. Der Sturm ist stärker geworden. Okay. Okay. Mehr oder weniger weiß ich, wo ich hin will. Ich will nämlich hier runter. Denn da gibt's Items. Ein Item, um genau zu sein. Wir holen uns dieses Item. Wir kämpfen jetzt gegen jeden einzelnen Bastard, der da unten im Frachtraum ist. Und wir werden gewinnen. Hoffte er. Ach nee, das sind alle 4 Monster, die unten dargestellt waren. Nice. Das heißt, wir können einfach mal einmal Feuersturm machen und einmal aufräumen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, mach du mal Biest auf deinen Freund. Das hilft jetzt. Das hilft. Gut, dass du das gemacht hast. Tot. Tut mir leid. Ich bin aber auch ein schlechter Mensch, ey. Das mag ich wieder gefunden. Okay. Huch. Warum kann es nicht... Warum kann ich es nicht aufheben, statt irgendwie am Boden festzuhängen? Oh! Das ist wohl ein, da hat wohl... hat jemand das Leck gestopft am Rumpf. Eigentlich ist das so viel besser. Okay! Wenn dieses Schiff untergeht, bin ich bestimmt nicht schuld. Wir gehen mal an Deck. Auf jeden Fall kann dieses EGG jetzt wahrscheinlich nicht mehr abhauen. Ups! Hab was Wichtiges fallen lassen. Puh, sollte besser aufpassen. Du bist es also. Erst jetzt gemerkt, Herr William Knights. Ich habe sofort erkannt, dass du der Sohn von Henry bist. Hä? Woher weißt du das? Das, Bursche, ist die Kraft des EGG. Hoppala, das Schiff neigt sich. Hey, was hast du wieder angestellt? Das Schiff ist dem Untergang geweiht. Du und das EGG werdet auf immer und ewig auf dem Meeresgrund verschwinden. Das ist aber schlecht. Ich habe dir doch erzählt, dass ich nicht schwimmen kann. Ich hau lieber mit dem Rettungsboot ab. So einfach werde ich dich nicht davon kommen lassen, EGG. Auf einmal redet er auch mit dem EGG, weil anscheinend passieren Dinge, wenn man das EGG hat. Zum Beispiel weiß man Dinge, die das EGG wusste. Wie auch immer das funktioniert. Ja, wir gucken einfach mal, wie wir gegen diesen Kampf Bodenfalle. Wehe, du stunst mich. Okay, du stunst mich. Das finde ich nicht okay. Ich wollte dir gerade sagen, wie toll ich bin und wie gut ich das finde, dass du jetzt stirbst. Okay, gut, dass ich nicht gestunt worden bin. Ich wäre fast ausgerastet, aber... 448. Der kann überhaupt nicht kämpfen. Was ist denn mit dem los? Wegen 2 Schaden mache ich mir hier bestimmt keinen Hampel. Er kriegt 400 vom Feuerdamage. Er macht mir kaum bis gar keinen Schaden. Vorzugsweise keinen. Manchmal auch kaum welchen. Boom! 482 Schaden, nice. Okay, solltest, egal was das EGG kann, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Anscheinend kann der Stein wirken und meine Defensive verringern. Oder auch nicht, weil das wirkungslos ist anscheinend. Warum auch immer das wirkungslos war. Es saugt Leben ab, das EGG. Nicht viel, aber immerhin. Okay. Mein Schatz, kriegst du nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass... Bist du dir der Situation bewusst, die hier gerade vorherrscht? Okay, du machst ein bisschen Schaden, ich gebe es zu, aber... Das ist nicht weiter schlimm. William kann das ab.
Wehe, du stunst mich jetzt. Ah, du Bastard. Wehe, du kommst jetzt mit deinem scheiß EGG. Ich weiß nicht, ob ich wirklich anfangen sollte. Ja, wir sollten mal mit LP regenerieren. Ich habe das Gefühl, wir sollten kein Risiko eingehen. Ein LP wird uns jetzt nicht, unbedingt umbringen, sagte er und starb. Okay, er macht keine Bodenfalle, das heißt, wir können wieder vernünftig Sprüche kloppen. Zaubersprüche natürlich. Das ist alles, was das EGG kann? Ein bisschen Leben abzappern? Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich relativ gefährlich. Das war's? Das war's noch nicht. Okay. Ich überlege, ob wir einfach Level 4 Feuerspruch nehmen sollten und einfach verbrennen. Einfach den Typen verbrennen. Bitte nicht anfassen, danke. Und auch, er wusste ja ganz genau, dass ich da drin bin auf diesem Schiff. Er kann wohl den William Knights auch spüren. Holla! Er kann ihn wohl auch spüren, dass der anwesend war, weil sonst hätte er ja nicht das EGG fallen lassen, damit ich das extra sehe, wo das ist und wie das aussieht. Ja, das EGG macht schon Damage. Nicht viel, aber es macht Schaden. Oh, wir machen... Was passiert hier gerade? Machen wir jetzt einen Level 4 Windspruch? Level 3 Bestienspruch? Bitte nicht. Ja, sinnvoll. Meine Moral ist wieder voll am Gehen. Ich glaube, meine Verteidigung kann sich auch nicht senken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mache jetzt einfach mal einen Standardspruch Level 4 Feuer. Es lohnt sich einfach nicht, irgendwas anderes zu machen. Macht auch 400 Schaden, von daher geht das schon. Obwohl das andere macht dann insgesamt 600 Schaden. Also, ist besser, Zapfenstreich zu machen. Besser wäre natürlich zwei Zapfenstreich aufeinander. Aber es scheint nicht zu klappen. Oh, da ist die Defensive mal verringert worden. Wir machen einfach weiter mit dem, was wir können. Feuer machen. Er müsste auch gleich umfallen. Also, es dürfte nicht mehr lange dauern. Wir machen auch kaum Schaden aneinander. Könntest du bitte damit auch... Es saugt doch immer mehr Leben ab. Nein, doch nicht. Es war eventuell wegen dem... Oh, ich habe nicht mehr viel Leben gehabt. Eventuell wäre es wegen der Defensive, die verringert wurde. Moment mal. Kombos neu eingeben, hätte ich jetzt fast machen können. Ich versuche nochmal Doppelholz-Beast und versuche doppelten Zapfenstreich zu machen, was ich, glaube ich, als intelligent finde. Dankeschön. Weil wenn das jetzt doppelt passiert, machen wir 800 Schaden in einem Zug oder 1000 Schaden in einem Zug. Das ist natürlich relativ viel. William Knights ist siegreich. Oder es passiert einfach direkt. Feuertaufe-Technik gelernt. Nice. Das hört sich gut an. Was auch immer das bedeutet. Ah, warte! Springt er hinterher? Oh, crazy. Zu spät. Das EGG wird für immer im Meer versunken sein und keiner wird es je wieder zu Gesicht bekommen. Bei dem Sturm wird es mir wohl auch nicht viel anders ergehen. Mutter, Vater. Ja, du hast da... Oh, wir haben da das Ding rausgezogen. Aus dem Boot. War das gut oder schlecht? Wir William jemals wiedersehen. Das erfahren wir in einer anderen Folge von Saga Frontier 2. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao. Mega Cliffhanger.